Nach genau einem Monat kehrt die Spielvereinigung Unterhaching in Rot und Blau wieder zurück in den Spielbetrieb. 4 Partien wurden in dieser Zeit wegen Corona verschoben. Eine davon ist die heutige gegen den TSV Buchbach. Die Gäste schieden am Freitag trotz toller Leistung im Pokalviertelfinale gegen die Münchner Löwen aus, spielen ansonsten aber als Tabellenfünfter eine ganz starke Saison bisher. Nach einer etwas längeren Abtastphase setzen aber die Gastgeber, bei denen übrigens 9 Spieler fehlten, die ersten Akzente vor den 800 Zuschauern im Altenbauer Sportpark. Den Kopfball von Patrick Hopsch hält Daniel Maus im Buchbacher Kasten stark und wenig später bekommt er Hilfe von Mannschaftskollege Alexander Spitzer, der da den Versuch von Tizian Zimmermann noch von der Linie kratzt. Aber im direkten Gegenzug ist dann der Rekordspieler der Regionalliga Bayern zur Stelle. Buchbachs Kapitän Alexandro Petrovic nickte aus kurzer Distanz ein zum 0:1. 22 Minuten waren da gespielt. Haching brauchte eine Zeit lang, um sich von diesem Rückschlag zu erholen, griff aber dann kurz vor der Pause nochmals an. Stefan Hein bedient hier Christoph Ehlich, aber vorerst führt kein Weg an Maus vorbei. Dann aber die 43. Minute. Diesmal wird Hein selbst bedient und dann macht er das, was Goalgetter im Strafraum eben tun. Sie netzen ein. Beim sehenswerten 9. Saisontor des Sturmroutiniers zum 1:1 Halbzeitstand ist dann auch mal der bis hierhin überragende Maus machtlos. Durchgang 2 hatte zunächst nicht viele Highlights zu bieten, bis auf diese Szene aus der 52. Minute. Tobias Staff jagt da das Leder drüber. Das hätte gut und gerne die erneute Buchbacher Führung sein können. Danach die Partie ziemlich ruppig und eher unansehnlich bis eigentlich in die Crunch-Time hinein. Da sind es wieder die Gäste, die ja vor einigen Wochen hier im Toto-Pokal 4:1 triumphierten, in Person von Christian Brussia, die Führung liegen lassen. Riesenchance für Buchbach. Aber irgendwie lag hier noch was in der Luft und diese Ahnung sollte nicht trügen. 85. Minute, den Schuss von Spitzer kann Keeper Alexander Weidinger noch abwehren, allerdings genau auf den Schlappen von Marco Rosenzweig und der haut das Ding humorlos unter die Latte. Buchbach also erneut in Führung. Viel Zeit war jetzt nicht mehr für die Hausherren, aber Coach Sandro Wagner bewies ein goldenes Händchen. Der gerade frisch eingewechselte Dominik Bacher wuchtet 2 Zeigerumdrehungen nach dem 1:2 die Kugel per Kopf zum viel umjubelten Ausgleich in die Maschen. Wo Haching draufsteht, ist heuer wirklich Spektakel drin. Endstand 2:2. Spielverlauf war unglücklich. Zweimal in den Rückstand geraten, in einer Phase, wo wir das Spiel komplett dominiert hatten. Von dem her sehe ich nur das Positive. Die Jungs haben super umgesetzt, was wir haben wollten. Muss man überlegen, wir hatten jetzt mit 8 Leuten über 3,5 Wochen Training. Diese 8 Leute haben heute gespielt, plus 2, die 14 Tage nur auf dem Sofa sitzen durften. Bin sehr zufrieden mit der Leistung heute. Ja, im Endeffekt, glaube ich, war es ein gerechtes Ergebnis dann zum Schluss. Durch das, dass wir zweimal in Führung gegangen sind. Ja, Haching hat dann nochmal alles in die Waagschale geworfen, haben es dann mit der Standardsituation auch noch den glücklichen Treffer erzielt. Aber in Summe muss ich sagen, bin ich mega stolz auf die Jungs. Nach dem Freitagsspiel, ja, da wieder heute so eine kämpferische Leistung auf den Platz zu bringen, das ist ja à la Bonheur und ziehe ich meinen Hut vor. Buchbach wäre vor der Partie laut eigener Aussage mit einem Remis zufrieden gewesen, dürfte jetzt aber doch der zweimal aus der Hand gegebenen Führung nachtrauern. Haching legt nach einem Monat Spielpause einen ganz guten Restart hin und rückt in der Tabelle vor auf 9. Buchbach bleibt Fünfter.